Das heutige Thema ist Wärmetechnik. Wir sind im Fachkunde 1 Buch auf Seite 205 und fortfolgend. Wir beginnen mit den Grundlagen. Grundlagen der Wärmetechnik. Wärme grundsätzlich ist die Bewegung der Moleküle. Wenn sich Moleküle bewegen, hervorgerufen durch elektrische oder mechanische Energie, dann sprechen wir von Wärme. Die Elektrowärme, die wir jetzt hauptsächlich behandeln werden, hier wird die elektrische Energie anhand von Widerstandsdrähten umgewandelt in Wärme. Der Wärmezustand, wir unterscheiden hier minus 273 Grad Celsius oder 0 Kelvin oder 0 Grad Celsius sind 273 Kelvin. Das heißt, entweder Kelvin oder Grad Celsius, die Temperaturdifferenzen dazwischen sind immer gleich. Die Temperaturdifferenz grundsätzlich, Delta, Theta ist die warme Temperatur minus der Kalttemperatur. Und das ist dann die sogenannte Temperaturdifferenz, die wir dann später zum Berechnen brauchen. Warmtemperatur ist das, was ich haben möchte am Ende. Kalttemperatur ist das, womit ich bei der Aufheizung beginne. Die Wärmemenge Q. In der Wärmemenge Q ist jenes Maß, wie viel Energie muss ich in einen Körper hineinstecken, um ihn zu erwärmen, oder umgekehrt, wie viel Energie bekomme ich heraus, wenn sich der Körper abkühlt. Wird angegeben in Joule oder Wattsekunden oder Newtonmeter. Immer ein Joule ist eine Wattsekunde oder ein Newtonmeter. Wir sehen schon, Wattsekunde ist eine sehr kleine Einheit, beziehungsweise es wird ein großer Zahlenwert herauskommen. Die Formel für die Wärmemenge Q ist gleich C mal M mal Theta Theta. Wobei C die spezifische Wärmekapazität ist, das holen wir dann aus der Tabelle heraus, das erkläre ich gleich. M ist die Masse in Kilogramm. Zu beachten, 1 Kilogramm ist auch gleich 1 Liter, wenn wir Wasser erhitzen möchten. Delta Theta ist die Temperaturdifferenz in Kelvin oder in Grad Celsius angegeben. Wir Techniker verwenden hauptsächlich Kelvin. Und dann haben wir noch das Ergebnis, die Wärmemenge wird grundsätzlich in Joule angegeben. Schauen wir uns die spezifische Wärmekapazität C an. C gibt an, wie viel Energie ist nötig, um einen Kilogramm eines Stoffes um 1 Kelvin zu erwärmen. Das heißt, wie viel Energie muss ich hineinstecken? Schauen wir uns das einmal bei Wasser an. Bei Wasser muss ich 4187 Joule pro Kilogramm und Kelvin einsetzen. Oder, wie wir Elektriker sagen würden, Wattsekunden pro Kilogramm und Kelvin. Das heißt 4187 Wattsekunden pro Kilogramm und Kelvin. Da das eine sehr große Zahl ist, dividieren wir das durch 3600 und dann bekommen wir also Wattstunden in Kilogramm und Kelvin und das ist 1,16. Also 4187 durch 3600, das ist der Umrechnungsfaktor von Sekunden auf Stunden, dann bekommen wir 1,16 heraus. Das ist ein vorwiegend verwendeter Wert, den wir für unsere Berechnungen in Zukunft brauchen. Würden wir Eis erhitzen wollen, ergibt es 2093 oder 0,58 Wattstunden. Wir sehen schon, für jeden Werkstoff haben wir unterschiedliche spezifische Wärmekapazitäten. Beton, Stahl, das braucht man, wenn man Wärmebedarfsberechnungen zum Beispiel in Gebäuden macht. Schauen wir uns ein kleines Beispiel an. Vorher noch die grundlegenden Formeln. Theta, Theta, die Temperaturdifferenz ist gleich die warme Temperatur minus die Kalttemperatur. Wir setzen in Grad Celsius oder in Kelvin ein. Q, die spezifische, also die Wärmemenge, M mal C mal Theta, Theta, Masse in Liter oder Kilogramm einsetzen, C in Wattstunden pro Kilogramm und Kelvin einsetzen und Theta, Theta in Kelvin. Die elektrische Leistung, die wir dann zuführen müssen, ist dann die Wärmemenge durch die Zeit. Je kürzer die Zeit, umso größer muss die Leistung sein. Und die Leistung bekommen wir in Watt heraus, wenn wir Q in Wattstunden pro Kilogramm und Kelvin einsetzen. Die Kosten für einmal aufheizen zum Beispiel, habe ich die Wärmemenge in Q wieder in Kilowattstunden angegeben, dann mal die Kosten pro einer Kilowattstunde und in unserem Fall nehmen wir 16 Cent pro Kilowatt. Diese Angabe kriegen wir vom EVU oder von der Stromrechnung. Machen wir ein konkretes Beispiel. Wir haben einen Behälter mit 100 Liter Wasser.
Wir starten mit einer Kalttemperatur von 10 Grad Celsius und wollen eine Warmtemperatur von 60 Grad Celsius erreichen. Und das Ganze mit 100 Liter Wasser. Wir wollen die Wärmemenge Q. Wir wollen die Leistung der Heizung bei 3 Stunden, die Kosten für einmal aufheizen, den Strom in der Zuleitung, den Nennstrom und die Type des Überstromschutzeinrichtung und den Querschnitt der Zuleitung. Das haben wir uns in anderen Videos bereits angeeignet. Konkret zur Berechnung. Delta Theta, warm minus kalt. Wir wollen 60 Grad, gehen von 10 Grad aus, haben eine Temperaturdifferenz von 50 Grad Celsius oder 50 Kelvin. Die Wärmemenge Q, die Formel ist jetzt bekannt. Wir setzen ein 100 Liter, 1,16 Wattstunden pro Kilogramm und Kelvin mal 50 Grad Kelvin. Wir sehen, die Kelvin kürzen sich weg und die Kilogramm bzw. die Liter kürzen sich weg und übrig bleibt dann Wattstunden. Und das Ergebnis ist 6.960 Wattstunden, das sind 6,96 Kilowattstunden als Wärmemenge. Wollen wir die Leistung haben, ist die Wärmemenge durch die Zeit. Wir sehen, die Stunden kürzen sich weg und übrig bleibt Watt, die elektrische Leistung, die die Heizung haben müsste, um in 3 Stunden diese 100 Liter von 10 Grad auf 60 Grad zu erhitzen. Die Kosten für einmal aufheizen, wir haben gesagt 16 Cent pro Kilowatt. Jetzt haben wir 6,96 Kilowattstunden. Wir sehen, die Kilowatt kürzen sich weg und die Euro bleiben über und haben einen Kostenfaktor von 1,1136 Euro für einmal aufheizen. Wenn wir jetzt den Strom in der Zuleitung berechnen, wir haben 2320 Watt durch 230 mal den Cosinus phi 1, wir haben eine Heizung, wir haben 10 Ampere somit in der Zuleitung. Daraus ergibt sich ein B13 Ampere einpolig plus N Leitungsschutzschalter. B aus dem Grund, weil wir einen ohmschen Verbraucher haben. Berechnung der Zuleitung A1, mechanische Festigkeit laut Tabelle 1 auf Kapitel 7.1 Seite 210 im Fachkunde 2 Buch. A2, 1,5 Quadratmillimeter laut Tabelle 1 auf der Seite 103 Kapitel 6.5. Wir haben eine Feuchtraumaufputzleitung. B2, 2 belastete Ordern. Dementsprechend können wir 16 Ampere die Leitung maximal sichern. Dementsprechend nehmen wir auch einen 13 Ampere Automat. Wir könnten aber auch einen 16 Ampere Automaten nehmen. Als A3 ist der Spannungsabfall zu berechnen. Wir haben 1,5% maximalen Spannungsabfall. Ergibt 3,45 Volt sollten an der Zuleitung maximal abfallen. Die Formel findet sich im Fachkunde 2 Buch. 2 mal L mal Cosinus mal I mal Rho durch Delta U. Wir bekommen einen A3 mit 2,8 Quadratmillimeter. Wir stellen hier gegenüber A1, A2, A3. Wir sehen 1,5 für A1, 1,5 für A2 und 2,08 Quadratmillimeter für A3. Daraus ist der nächste größere genormte Querschnitt mit 2,5 Quadratmillimeter und eine internationale Bezeichnung von H05VV-U3G2,5. Diese Leitung sollten wir zu dieser Heizung hinlegen, dann sind wir in der Lage, die 100 Liter innerhalb von 3 Stunden ordnungsgemäß aufzuheizen. Solltet ihr noch Fragen haben, wisst ihr, wie sie mir erreichen können. Ansonsten wünsche ich gutes Gelingen bei den Beispielen zur Wärmeberechnung.